Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle Cops. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag, schönen Pfingstsonntag. Ja, es geht weiter mit Mais aussehen und ich muss noch nebenbei erstmal unseren Helfer wieder auf die Spur schicken. Er hat ja drei Aufgaben erledigt, er muss jetzt noch eine vierte machen. Und zwar Feldarbeit, Fahrer, nehmen wir ihm. Ne, wir können auch mich auswählen, dann muss ich loslügen. Der hält mir nicht unter Kontrolle, glaube ich. Truck. Und Gewicht. Und die Säge, also die Düngereinheit. So, speichern. Dann Feldnummer 49. Nordwesten, das ist im Grunde egal. Ziel zum Fluss, zum Hof. Er darf hier arbeiten mit 42 Meter. Von vorne anfangen, ganz wichtig, sonst nachkaufen. Das da Zeug, ne? Aktion nach Aufgabe, gespannt behalten. Speichern, er darf anfangen. Dann machen wir hier weiter, ne? Bauen wir ein Stückchen rauf auf dem Feld. Lenkung ist aktiviert. Das lenkt mal ab. Und das reicht eigentlich schon, ne? PT, C. Ja. Die Anzeige kann man schlecht erkennen. Aber ist ja auf 15 km/h eingestellt ungefähr. Ja, unser Benjamin kann ja ein bisschen düngen und ich mache hier ein bisschen Mais. Ist ja so, ne? Arbeitsteilung immer das. Und wenn ich Mais geschafft habe, irgendwann im Laufe des Tages, dann ist auch Feld 49 fertig und dann mal gucken, ob wir mal speziell mit Kalium arbeiten. Also speziell bedeutet, wir werden mal kurz den Tank dann leer machen beim Benjamin im Hof, im Lager rein. Da ist ein freier Platz, soweit ich weiß. Und dann werden wir Kalium ihm einstellen, dass er Kalium kaufen soll und dann nachher nochmal Kalium nachgeben. Damit es ja was bringt, ne? So. So, O weg, damit wir lenken können. Ohne Probleme. Aufrichten, ne? Jetzt müsste überall Weizen wachsen normalerweise. Wenn wir hier auch aussehen, ne? Und die Maschine müsste darunter leiden. Eigentlich. Ob das so ist, wachst du doch über kein Mais. Also. Mais wird ja gelegt, ne? Habe ich neulich war Bauer Hans wieder gesehen. Eine richtige Wissenschaft, was er da gemacht hat da. So, oh. Er hat ja vorher Gülle und Gärreste eingebracht in der Erde, unter der Erde. Und auf derselben Spur hat er jetzt nachher. So, hat er im Prinzip jetzt nachher Mais legen wollen, mit Dünger sogar noch separat, um ein bisschen auszugleichen, was er mit Gülle nicht bringt. Gülle macht ja viel Stickstoff und die anderen muss man halt mit Kunstdünger ausgleichen. Ja, was ich hier, keine Ahnung, andere Sorten, die man braucht, ne? Phosphor oder keine Ahnung, oder machen wir. Das Gelbe ist gegruppert. Das Grüne ist die Aussaat fertig. Also so runde, ne? Also farblich. Und da drüben, 49 schräg über, wo ich gerade hingucke, oben nicht sehen, da ist jetzt Benjamin bei und macht seine Arbeit fertig. So. Die beiden Felder habe ich verkauft gehabt, 4 und 5, weil ich wollte die anderen Felder haben, die 49 und die 6. Mit Update kam ja das raus mit dem besseren Boden. Und da habe ich mir so gedacht, naja, wenn du da besseren Boden kriegen kannst, dann musst du ihn auch nehmen, ne?
schwuppdiwupp, habe ich getan. Und dann hoffe ich ja einen dicken Ertrag bei Weizen. Ne? Hoffe ich. Aber die Felder werde ich mir so wieder zurückkaufen irgendwann. Aber ich gehofft, dass einer das mal ein bisschen aufsieht. Aber da passiert nichts. Hier passiert kein KI-Bauer was. Hier gibt es nur ich und keiner. Wieso? Ich wollte gerade sagen, Körnermais geht nicht raus, das wäre schlecht gewesen. Null normale Gruppe, das wäre ungünstig mit Dünger, ne? Also. Hätte ich mich geärgert. Ich gebe hier ein bisschen mehr Dünger rein, mit Absicht, damit ich jetzt hier nochmal düngen muss, ne? Ich befürchte, dass ich nochmal düngen muss. Aber da ist es halt so, ne? Aber der Vorteil hat jetzt, dass ich jetzt zwei Fruchtsorten habe, dass ich unterschiedliche Zeiten ernten kann. Also im Grunde, wenn wir zuerst Weizen ernten und später im Herbst nochmal Mais, das bringt ein bisschen Abwechslung rein, also nicht so eintönig. Für mich und für euch vor allen Dingen. Ich kann ja die Arbeit im Prinzip ja auch mit dem KI machen lassen. Und ich lege mir aufs Ohr. Ich weiß aber nicht, ob das Schnellvorlauf dann sich auch auf die Geräte auswirkt. Also, dass sie dann schnell fahren würden. Denn normalerweise, wenn ich den Tag jetzt vorspule und das Wachstum beginnt jetzt kräftig zu wachsen, in Anführungszeichen, dann muss er auch eher im Prinzip dann noch schneller arbeiten oder halt fertig werden, ne, mit dem Feld. Sonst macht der Schnellvorlauf keinen Sinn. Ne? Wo ich mit 3 spielen würde, Zeitskalierung, das würde sich im Fahrverhalten auch nicht ändern, auch nicht mal 3, ne? Das ist trotzdem einfach. Aber das ist im Grunde egal, weil ich will ja eigentlich im Hellen arbeiten. Das heißt, jetzt so, wenn ich nachts dann schlafen würde oder ganz schnell vorspulen würde, ja. Aber dann bringt keine Feldarbeit was, ne? Nichts, ne? Also. Bei großen Feldern wird es sich bemerkbar machen. Heute habe ich mal eine Karte runtergeladen, eine 64-fach. Ja. Ist sehr groß. Ja, schmucklos kann man sagen, ne? Aber ist wahrscheinlich da auch nicht mehr möglich. Ich persönlich habe nur angeschaut. Das Runterladen war schon ein Krampf, weil verschiedene Werbeseiten mal aufgegangen sind, die ich eigentlich vorsichtig sein soll, ne? Ob die da so nebenbei noch im Rechner rausschmeißen, ne? Und dann hinterher der Rechner sich spinnt, ja, gibt es durch irgendwelche Einstellungen, die dann gemacht wurden, ne? Also ja, das Vorsicht zu genießen. Aber ich wollte halt mal kurz reinschauen. Ja, mal sehen. Soll man vielleicht mal probeweise mal testen. Aber Let's Play wäre das zu langweilig, weil dann müsste man ja echt nur mit XXL-Maschinen arbeiten, ne? Also die größten, die es gibt, die größten Sämaschinen, ja, Drescher, ja, nicht Kursplay, ready, ne? Das ist schon mal schlecht, ne? Obwohl, ich würde das probieren, ne? Aber wie gesagt, das ist, dann müsste man sich da theoretisch Feldscan nachher ausschalten, denn dann muss man die Felder nochmal regulieren, das ist im Prinzip, wenn das überhaupt hinkriegt, in Anführungszeichen, dann, wenn man jetzt so ein Feld, wenn man jetzt mit 8 Drescher einstellen würde, theoretisch von den größten, die es ja da gibt, und weiß ich, 20 Abfahrer oder so, Autodrive, wenn es funktionieren würde, ich weiß es nicht, dann müsste schon eine arge Berechnung im Hintergrund laufen, ne? Also arg meine ich jetzt hier heftig.
Ich habe zwar einen starken Rechner, aber wie gesagt, das ist. Ja. Es ist nicht interessant, wenn man mit 7.4 Geräten arbeitet. Mit den größten, die es gibt. Und. Wo gerade unten ein gelbes Ding, das ist ja diese Spurreiser. Ja, kann man anwenden, muss man nicht. Wir haben ja unseren, naja, gut, das wäre so ähnlich wie GPS, ne? Felder einscannen, Felder übertragen aufs System und dann nachher so programmiert, dass man mal einsetzen kann, ne? Sofort speichern. Das gibt es ja eigentlich alles schon. Das wird ja nur kompliziert, wenn die Felder jetzt größere Feldinseln haben, ne? Dann wird es ja kompliziert. Na ja gut, ja, kompliziert für ein Programm, die können es halt, ne? Die heutigen Systeme sind ja schon modern. Mit der hohen Rechenleistung und so, das geht schon. Aber Dünger wird man normal kaufen müssen. Aber wie gesagt, das soll ja auch eine Weile reichen, ne? Dass ich da große Körner kriege und dann großes Geld. Aber man kann hier cheaten, wenn man will. Ob das Absicht ist oder nicht, keine Ahnung. Man kann theoretisch beim Händler Getreide kaufen, also von Mais, Weizen, Gerste, eine oder was noch, Roggen. Das kann man sich einkaufen mit Hänger. Also Hänger ranfahren, dann auffüllen als Körnerfrucht. Dann fährt man um die Kurve beim Verkauf, also genau gegenüber mehr oder weniger. Und dann kann man dasselbe verkaufen. Der Einkaufspreis ist spottbillig, in Anführungszeichen. Aber Verkauf, der variiert ein bisschen. Kann man schon mal verdienen. Da muss man sich die Arbeit hier nicht machen, ne? Aber wie gesagt, ob das Absicht ist oder ob das, ja. Keine Ahnung, ne? Wenn wir jetzt theoretisch Hühner hätten, dann müsste ich trotzdem den Mais recht teuer einkaufen und nicht billig. Der Händler will ja verdienen. Also wenn ich das theoretisch für 1000 verkaufe, dann verkauft der Händler mindestens für, sag mal, 1005, weil der Händler möchte ja verdienen. Und verdienen heißt für ihn, er muss ja auch seine Lagerhallen und Personal und unterhalten. Dazu muss er entsprechend einen Preis wird ausschlagen. Und der Händler muss ja auch Steuern zahlen. Das bedeutet, er kann nicht billiger verkaufen. Da muss im Grunde ein Bug hier im System sein. So bezeichne ich das mal, ne? Mal, ich werde es nicht ausnutzen. Wir müssen die nächste Spur nehmen. Ich werde es nicht ausnutzen, weil es ja irgendwo auch langweilig ist, wenn man im Prinzip so einen Haufen Geld verdienen könnte und einen Haufen Land sich kaufen könnte. Die allerbesten Geräte, allergrößten, die es hier gibt. Jo. Und da bleibt ja nicht mehr viel, ne? Und dann nimmt man sich 7-8 Angestellte, feste, und man hat genug Geld und dann lässt man die arbeiten, ne? Das wäre theoretisch machbar. Na, ist bald fertig, Feld 46 oder 49. So. Gut. Auf und der letzte Meter hier. Wie gesagt, letzte Meter und dann geht's rüber zur Feldnummer 7.
Und dann guckt man gleich nach, wie es aussieht. Düngestatus, ob ich hier zu viele gegeben habe. Ich glaube schon. Obwohl das im Großen und Ganzen gut durchmischt ist, ne? Weil es ja sehr, sehr fleckig ist, in Anführungszeichen. Ne? Also, so mal aufheben. Bremse. Hier schauen wir nach. Fertig? Ups, erledigt. Dann guckt man gleich mal nach. Nächste Aufgabe. Feld im Besitz. Nochmal Feld 2. Feld 2 kann auch nochmal geben, ne? 15, 15. Genau. So. Aufgaben. Neue Aufgabe. Typ. Feldarbeit. Fahrer. Gut, dass er kein Telefon hat, ne? Sonst hätte mich angerufen. Das wäre was, ne? Am Rechner, am Computer. Und dann musst du ein richtiges Handy dabei haben. Für ein PC-Prinzip als USB-Anschluss. Was über den PC laufen würde, ne? Oder würde die KI anrufen. Du, ich bin fertig. Was soll ich tun? Und dann sagst du, hier du, auf Feld 2 musst du düngen. Jo, mach ich. So ähnlich. Im Groben. Warum wollen wir mit 24 arbeiten? 500 Kilogramm. Ja. Zur Aufgabe nach. Spann behalten. Von vorne. Sonst fährt er raus und sagt, er ist fertig. Obwohl er gerade da vorne vielleicht ein bisschen gut gedüngt ist. Speichern. Und damit gleich erledigen. So. So, Zuschauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier, Kettel und Kopf mit Aussaat Mais Feld 7 und Düngen Feld 2. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Rest Pfingstsonntag und rutscht mal gut rein in Pfingstmontag. Hoffentlich mal das Wetter passt. Es soll ja zum Wochenende, zum Montag eher besser werden und Sonntag im Süden soll er recht warm werden, also bis zu 25 Grad. Lenkung ausmachen. Und dann geht das hier weiter mit Kettel und Kopf. Tschüss, ciao. Und wenn ihr von der. Vielleicht habt ihr schon gebadet, wo weiß das, ne? Also, einige sind ja ganz hart. Tschüss, ciao, ich persönlich nicht, was ist so kalt. Tschüss.